hvilken omstände en große Rolle. Gestern oder vorgestern habe ich eine gehört, von dem die flottes Arbeiten gewohnt sind und fehlerfrei ist. Und zwar diesmal nicht so. Da gab es wahrscheinlich einiges, was da irgendwie mitgespielt hat. Ein schlechter Standort, eine unruhige Auflage oder schlechte Sitzgelegenheit, was immer, das spielt alles mit. Vielleicht auch die Darstellung so okay, wie man es gewohnt ist und so. Jedenfalls, das kommt vor, ein paar Tage Betrieb und man muss sich damit halt irgendwie dann zurechtfinden und auch auf der Gegenseite natürlich einstehen. Alles klar soweit. Was den Toni betrifft, O2, Whisky, Tango, Lima, falls du zuhörst, Toni, 73 aus dem Lavertal. Ich habe schon lange nichts von dir gehört, beziehungsweise gesehen. Oder erzählt hin und wieder was. Aber die Gelegenheiten sind auch nicht so zahlreich. Ich habe zwar erst kürzlich getroffen, zweimal sogar, einmal bei der Hinfahrt nach O7, O9 und einmal bei der Rückfahrt. Aber das kommt ja auch nicht so oft vor. Jedenfalls, sehr schön, dich wieder mal zu treffen, Toni. Und wenn nicht, Otto, Martin, Anna, Kurin, Paula, 73 von dir. Und damit möchte ich mich auch verabschieden. 73 aus dem Lavertal in alle Richtungen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Oscar Eco 8, Sierra Papa Whisky, verabschiedet sich von O2KG, O5RC, O-India Kilo, Strich O-Sin Papa Hotel India und O-E7 Hotel Hotel Whisky. Mikrofon zu dir, Herrlich. Go ahead. Ja, danke fürs Mike. Da ist wieder Oscar Eco 7 Hotel Hotel Whisky für alle Stationen. Es geht weiterhin prächtig und bestens, aber also bist mit 100 Watt unterwegs, gell? Korrekt! Ja, geht wunderbar, also. Aber bei dir ist es ja die super Antenne, gell? Die bringt schon was, das merkt man schon, gell? Also ganz, ganz USB. Okay, also danke für die Aufklärung mit Italien Kilo. Ja, das ist klar natürlich mit Italien Kilo. Bist du dann unabhängig und kannst von überall her QRV sein. Und da ist dann kein weiterer Standort, zumindest bezüglich des Rufzeichens, festgelegt und es ist dann klar, ja, Italien Kilo. Und dann das Rufzeichen kann von ganz Italien aus dann benutzt werden. Fein. Bezüglich des Türschlosses, ich glaube, du verwechselst mich, auf jeden Fall danke für das Angebot. Aber ich bin wahrscheinlich nicht der, dem du das versprochen hast. Wahrscheinlich ist das Holger, oder? Da weiß ich nichts davon, Erik. Ja, ich war gar nichts von einem Türschloss. Haben wir einmal über ein Türschloss gesprochen? Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du ein Flohmärkte bist, dass dich vielleicht sowas interessiert hätte, aber vielleicht kann ich mich täuschen, gell? Ich habe das jedenfalls einmal jetzt auf die Seite gelegt. Entschuldige, wenn ich dich da falsch adressiert habe. Nein, das ist schon in Ordnung. Ich gehe auf die Flohmärkte eigentlich nur schauen. Verstehst du? Also ich habe da keine Kaufaufsicht und habe auch am Flohmarkt noch nie, obwohl etwas habe ich einmal gekauft. Einen Metallzapfen von einer Uhr, weißt du, von den Uhren da, diese Metallzapfen als Gewicht, als Antennengewicht, gell, die haben da... Da ist O2KG. Werde die Aufnahme beenden und schauen nachher, wie es wird. Ja, ist die Sonntagmorgenrunde am 10. April 2011. Ja. Morgenrunde 10. April 2011.